Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Patch Notes Video. Im Vorfeld Leute, ja, es sind wieder mal nur PC Patch Notes. Aber ganz, ganz wichtig, im Community Crunch heute Morgen, den ihr euch gerne anschauen könnt, wurde bereits von Wildcard bestätigt, dass alle diese Änderungen dieses Patches und des letzten Patches, ohne die Bugs, die die beiden Patches verursacht haben, dann, wenn das fertig ist, auf die Konsole kommen soll, weil diese Text-Storage-Boxen-Anpassungen die Server-Performance enorm verbessert haben. Und also, als Konsolenspieler, bleibt dran, hört es euch schon mal an, dann wisst ihr, was euch erwartet. So, die PC-Patch-Notes sind nicht so groß. Ich wollte erst so ein Mini-YouTube-Shortcut-Video draus machen, weil ich dachte, komm, das reicht. Aber nach der Übersetzung ist mir was aufgefallen, okay, ist doch ein bisschen wichtiger, auch wenn es nur 4 Zeilen sind. Deswegen würde ich sagen, wir starten diesmal wieder, wie es früher mit der Übersetzung war, dass wir das in einem Word-Dokument machen. Wenn jemand weiß, ob man irgendwie einen Dark-Mode aktivieren kann in Word selber, sagt mir bitte mal bitte Bescheid, weil ich finde das relativ krass hell, gerade auch für die Kamera. Aber fangen wir mal an. Also, es wurden mehrere Exploits behoben, oh, kennen wir immer. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Forschernotizen in Genesis Teil 1 und Genesis Teil 2 nicht richtig freigeschaltet wurden. Jede fehlende Genesis Teil 2 Notiz kann wieder eingesammelt werden und Genesis Teil 1 Notizen sollten rückwirkend repariert werden, erfordern aber möglicherweise ein Respawn auf Genesis Teil 1. Also Leute, zusammengefasst, die Explorer Notes haben ein bisschen rumgebuggt. Auf Genesis Teil 2 könnt ihr im Prinzip einfach wieder drüber laufen, dann werden sie wieder eingesammelt und auf Genesis Teil 1 müsst ihr eventuell neu drauf spawnen auf der Karte und müsst dann wieder, eventuell einsammeln. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem leere Lagerboxen leere Taschen hinterließen und wenn sie zerstört wurden. Das heißt, Leute, wenn ihr eine leere Box hattet, habt ihr zerstört, war eine leere Tasche da. Das wurde behoben. Das nächste, es wurden 3 weitere Knöpfe zu den Kisten des Speziallagers hinzugefügt, um 1, 5 und 10 Gegenstände zu entnehmen. Damit meinen wir die Text-Storage-Boxen. Ihr könnt jetzt im Prinzip einen Gegenstand einzeln rausnehmen, 5 rausnehmen, 10 rausnehmen. Das wurde hinzugefügt. So Leute, das war die Mini-Patch-Notes. Kein langes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Ein Abo, lasst ein Like da. Schaut mir auf Twitch gerne vorbei. Da streame ich mittlerweile fast 5-mal die Woche Primal 4, also den Mod von Ark. Wenn ihr mal reinschauen wollt, würde mich freuen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start. Zocken wir noch eine Runde Survival Ark. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates in News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.